Joho, Kritzelpixel-Freunde! Willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit mehr Kritzel als Pixel. Mal wieder versuche ich mich an einem neuen Medium der Kunst. Pastell! Auch das wurde mir wärmstens empfohlen von euch. Insbesondere die Produkte von Pen Pastel. Das sind ganz besonders feine, haftende Pigmente. Aber ich kannte Pastell bisher nur durch diese Öl-Pastellstifte von Faber-Castell. Die hat mir meine Mutter mal irgendwann mitgebracht. Die waren schmierig, ganz gut für Skizzen und haben eine tolle glatte Farbfläche ergeben. Und man musste damit blockartig seine Bilder aufbauen. Und das Blenden fiel mir schwer und meine Finger waren danach immer komplett ruiniert. Ganz im Kontrast dazu stehen die Produkte der Firma Pen Pastel. Und jetzt habe ich mich gefragt, ey, was ist denn eigentlich denn der Unterschied? Ich meine, das ist eines Pastell, das andere ist Pastell. Diese Medien funktionieren ähnlich, sind aber auch total unterschiedlich. Ich muss mich wohl etwas näher mit der allgemeinen Thematik Pastell auseinandersetzen. Also, was ist Pastell? Pastellmalerei bezeichnet die Technik, Farbpigmente direkt auf Maluntergrund aufzutragen. Also nicht, wie das jetzt von anderen Farbtechniken und Farbmedien bekannt ist, vermischte, mit Wasser oder Öl versetzte Pigmente, sondern nein, es sind reine Pigmente, die häufig aber auch in gepresster Form kommen oder eben wie bei Ölpastellstiften dann mit speziellen Ölen versetzt sind. Dabei wird dann halt ein Bindemittel benutzt. Aber es gibt auch reine Pigmentpastells. Die reinen Pigmente haften schwach auf ihrem Untergrund und deshalb sind Blendtechniken einfach zu erzeugen. Bevorzugt sollte man wegen der geringen Haftung einen sehr rauen Untergrund nehmen. Es ist wichtig, deshalb fertige Bilder oder eventuell schon Zwischenschritte zu fixieren. Dafür gibt es spezielle Fixiersprays. Denn Pigmente sind nichts anderes als Puder und so fest man das auch vielleicht aufs Papier pressen mag, die können jederzeit wieder abstauben. Und deswegen sind sie auch immer wieder loslösbar. Man kann sie wegradieren. Fast komplett, also von guten Untergründen, wenn das Papier gut ist, man kann sie fast komplett wieder verschwinden lassen. Und deswegen auch immer wieder und immer wieder ineinander blenden. Problem ist nur, wenn man zu viele Schichten voneinander aufträgt. Logischerweise sind reine Pigmente übereinander nur sehr schwer haftend. Deswegen muss man auch da bei den Bildern im Vorhinein gut planen und vor allen Dingen üben, was ich jetzt mit meinen Pen-Pastell-Farben auf jeden Fall machen werde, ohne dabei ein Meisterwerk zu erschaffen. Ich muss erstmal üben, ich muss erstmal blenden üben, ich muss erstmal alles ausprobieren und am Ende stehe ich wahrscheinlich da und habe erstmal einen ganzen Haufen schmieriger Gemälde und sehr viele bunte Finger, bis ich überhaupt etwas Brauchbares damit anfangen kann. Wie immer ist die Technik hier entscheidend. Die reinen Pigmente lassen sich auch wunderbar mit anderen Maltechniken und Farben kombinieren. Gerade Gouache, was ja für mich unglaublich gut ist, weil ich liebe Gouache-Farben, aber auch Tempera-Farben eignen sich wunderbar in Kombination. Aber man kann auch mit Wasserfarben, Watercolors, Aquarellfarben zusammenarbeiten und gerade mit diesen leichten, überdeckenden, wunderbar mattierenden Tönen von Pastellfarben besondere Effekte erzeugen, wenn man auch am Ende zum Beispiel über ein Wasserfarbengemälde drüber geht, den Himmel noch weicher machen, Hauttöne noch herausbringen. Tatsächlich habe ich auch spezielle Fotografen im Internet gefunden, die ihre auf matt ausbelichteten Bilder mit Pastellfarben am Ende noch bearbeiten. Tja, Pigment ist Pigment, Farbe ist Farbe und jetzt muss ich mich erstmal mit der Technik dazu auseinandersetzen. Gott sei Dank gibt es von Pen Pastel da wunderbare Sets und dieses Set habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von einem guten Freund von mir, dem Markus. An dieser Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank dafür, dass ich jetzt wieder was Neues zum Ausprobieren habe. Ich liebe das! Entschuldigung, ich bin Art Supply süchtig. Es ist schlecht für den Geldbeutel, aber es ist auch unglaublich inspirierend, mit so vielen verschiedenen Techniken arbeiten zu können. Techniken, da war ich stehen geblieben. Kleine Schwämmchen, eigentlich könnte man sagen, fast die Hälfte meiner Make-up-Produkte könnte ich nutzen, um mit Pastell zu arbeiten, denn das ist ja auch nichts anderes als das, was wir von Lidschatten und speziellen Make-up-Pudern kennen. Pigmente. Pigmente, die auch teilweise sehr lose verarbeitet sind und auf der Oberfläche grob haften. Also ich habe zum Beispiel auch ein paar sehr rein pigmentierte Lidschatten, die mich sehr stark hieran erinnern, die sich so unglaublich gut verblenden lassen und nur deswegen auf meinem Augenlid haften, wegen dem leichten Öl oder dem, was ich unten drunter packe. Da gibt es ja sogenannte Primer. Und ähnlich
ja, kann ich auch mit der Technik herangehen, wie ich meinen Lidschatten auf meinen Augen verblende. Auch wenn jeder von euch, der Fotos von mir gesehen hat, genau weiß, dass ich da nicht sonderlich gut drin bin. Vielleicht verbessert sich das ja auch durch das Arbeiten mit Pastellfarben. Aber ja, es geht hier um reine Pigmente und ich nutze hier ein neues Sketchbook, das ich mir zugelegt habe, dessen Untergrund ja leicht rau ist. Der eignet sich ganz gut für diese Pen-Pastels. Ich habe mich da vorher ein bisschen informiert und ich übe jetzt, wie ich die verschiedenen Lagen ineinander blenden kann. Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, als ich dieses Motiv angefangen habe. Ich wollte eigentlich nur so Hautfarben ineinander blenden, Rundungen erschaffen und zum Schluss, also der ein oder andere Betrachter hat jetzt eventuell schon eine leichte Vorstellung, was das werden könnte. Ich bin auch ein bisschen überfragt, wie ich diese einzelnen kleinen Schwämmchen perfekt reinigen kann. Da gucke ich mir jetzt mal im Internet ein paar Informationen so an. Ich nehme das Video jetzt gerade direkt im Anschluss auf und habe sie noch nicht sauber gemacht. Ich denke mal, da gibt es ein paar einfache Möglichkeiten. Und ja, ich sehe auch schon sofort, wenn ich eine dunkle Pastellfarbe in den Untergrund gelegt habe, habe ich nicht die Möglichkeit, Pigmente darüber aufzubauen. Soll heißen, ich ruiniere mir das dann, weil ich unten drunter halt schon mal irgendwie einen Strich hatte, weil das Schwämmchen nicht ganz sauber war oder ich mit dem Finger drauf gekommen bin. Heißt, Pen-Pastellfarben benötigen Planung und man arbeitet sich da von hell zu dunkel zum Teil und die Übergänge sind nicht so einfach zu machen, aber hier versuche ich auch gerade das Ganze so ein bisschen wegzuradieren, um zu gucken, wie gut das geht. Das klappt auch wunderbar. Ich glaube, ich habe wieder ein Medium für mich entdeckt, vor allen Dingen, weil man es mit Gouache sehr gut kombinieren kann, das mich ausgesprochen glücklich machen wird im Gestalten und Malen und Zeichnen. Das war jetzt mein erster Versuch, ohne überhaupt annähernd darüber nachzudenken, was ich mache. Ich ruiniere ihn später noch so ein bisschen, weil es ja auch darum ging, zu experimentieren. Und ich wollte vor allem gucken, wie viel Pigment von diesen Pen-Pastels kann man dann übereinander auftragen? Ab wann sieht es komisch aus? Ab wann kriegt es diesen Nippel nebenbei bemerkt. Aber ab wann kriegt es diesen Sticky-Effekt, wenn man so viel Pastell übereinander benutzt, werden die Farben sehr matt und verlieren teilweise ihre Leuchtkraft. Und das muss man alles kennenlernen. Diese Technik muss man alles kennenlernen. Man muss den Umgang damit lernen. Man muss die Blendtechniken lernen. Und da bleibt einem nichts anderes übrig, als sich ein Skizzenbuch zu nehmen und zu üben, zu üben, zu üben, um erstmal ein Gefühl für diese Farben zu bekommen. Und ihr braucht mit diesen Schwämmchen auf so ein Pen-Pastell, die da tippst kurz drauf und hast so unfassbar viel Pigment vorne dran. Das ist unglaublich. Ein winziger Tupfer in das Dunkle hat gereicht, um eine ganze Fläche mit einer dunklen Farbe zu füllen oder damit blenden zu können. Das ist wahnsinnig deckend, wahnsinnig pigmentiert, unglaublich weich. Ihr sollt keine Katze haben, die in der Reichweite ist, wenn ihr mit diesen Näpfchen arbeitet, aber wenn die einmal da reintritt, eure ganze Wohnung ist für den Arsch. Es ist wirklich ein unglaublich weiches, softes, leicht blendendes, wunderschönes, stark pigmentiertes, kontrastreiches Medium. Und gerade in Kombination auch mit Zeichen oder mit Kohlestiften stelle ich mir das unglaublich gut vor. Naja, aber erstmal waren es halt einfach Brüste. Oh, und dann habe ich mich an ein zweites Bild gewagt. Dabei ging es eher weniger um das Bild oder die Idee, die ich hatte. Ich wollte einfach nur etwas mehr experimentieren. Deswegen ist das auch, also es ist, ich sehe als Maler selber die Fehler und will schreiend davonlaufen. Ich muss mir an meinem Arbeitsplatz noch was überlegen. Erstens mal habe ich Probleme, ich kann nicht direkt auf das Bild von oben drauf sehen, deswegen wird alles immer so ein bisschen in die Länge gezogen und schief, weil ich es schräg von der Seite sehe. Ich habe nicht genügend Platz für meinen Arm und für die Pen-Pastels habe ich auf meinem Platz erst recht nicht genügend Platz. Ich brauche mehr Platz. Ich muss meinen Schreibtisch freier räumen, wenn ich aufnehme oder versuche, so ein Bild zu malen. Und die Ringe an der Seite waren auch nervig. I feel you all, Linkshänder. I feel you. I can totally relate to this now. Die Ringe an der Seite, wenn mein Arm gebumst, da kannst du einfach nicht malen. Aber ich wollte ja auch nur ein bisschen blenden und herumexperimentieren und es ging ja auch nicht darum, wie es aussieht oder dass es besonders hübsch wird. Ich wollte einfach mal schauen, wie das passiert, wenn ich verschiedene Farben reinblocke oder wie sich die verschiedenen Farben miteinander mischen lassen, was man alles machen kann, wie man auftragen kann und vor allen Dingen, wie gut man die ganzen Sachen in Kombination mit meinen Buntstiften nutzen kann. Ich habe ja nun mal die klassischen Faber-Castell Pigment-Buntstifte. Und die lassen sich über diese Pen-Pastels nicht so gut auftragen, wie ich gehofft hatte. Die dunklen schon, die hellen gar nicht. Ich werde mir wahrscheinlich auch Pastellstifte zulegen müssen. Da hatte ich einen ausprobiert, einen Pastellstift. Und der Pastellstift hat sich sehr gut darüber decken lassen. Generell suche ich aber immer noch nach perfekten, echt stark deckenden Buntstiften, die sich auch gut über dieses Pastell decken lassen. Und deren Pigmente dann nicht anfangen so rumzubröckeln.
Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Da bin ich auch mal wieder auf eure Erfahrung mit angewiesen. Werde mich natürlich selber noch informieren und mich auch in den entsprechenden Shops mal durchfragen. Aber das hier war jetzt einfach auch mehr nur so ein Experiment. Schaffe ich es, Schatten aufzubauen? Fehlen mir noch irgendwelche Pen-Pastels für Untertöne? Kann ich eventuell mit Gouache dann später noch drüber gehen? Das werde ich mir bei dem Bild eventuell noch vorbehalten, meinte ich. Wahrscheinlich werde ich es mir vorenthalten, damit ich es nicht noch weiter ruiniere. Natürlich mache ich jede Menge malerische Fehler, sprich Licht und Schatten sind nicht genauso, wie sie sein sollten vom Bild. Das Gesicht müsste noch perspektivisch ein bisschen anders sitzen für diese Schattierung. Ich und Haare und Pen-Pastels müssen erst miteinander warm werden, da muss ich erst üben. Und die Augen habe ich halt überhaupt nicht ausgearbeitet. Generell werde ich mir noch anschauen müssen, wie ich da ins Detail gehen kann, was ich da machen kann. Aber das war wirklich echt schnell, also das war jetzt eine halbe Stunde Arbeit. Ich wollte jetzt nur ein bisschen üben und experimentieren. Ja, damit ich auch euch zeigen kann, wie die Pastels arbeiten. Und ja, zum Schluss sieht das Ganze aus wie ein uraltes, etwas abstraktes Cover für eine Metal-CD. Das könnte ich mir vorstellen für das Cover von einer Metal-CD, einer ganz alten oder so. Das hat so ein bisschen was. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert, Farben übereinander gedeckt und so. Ganz grob, ganz schlicht. Ihr seht, ich habe auch ein paar Rotpigmente noch in das Gesicht sprühen lassen. Bin am Überlegen, ob ich die dann behalte und dann mit Fixativ fixiere oder nicht. Hat Spaß gemacht, war was Neues für mich und ich werde sicherlich viel damit arbeiten. Mir fehlen aber, glaube ich, einfach noch die passenden Buntstifte, um damit finishen zu können. Mal schauen, da gibt es bestimmt ein paar YouTuber, bei denen ich noch Inspiration finde. Aber erstmal soll es das gewesen sein. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal beim nächsten Experiment.